Allein dieses Gefühl schon zu haben. So, lad schneller. So, Spiel fortsetzen. Sonnenblumen sind die richtigen Blumen für einen Nutzgarten. Aha. Krass, das wusste ich auch noch nicht, dass Sonnenblumen zum Nutzgarten gehören. Wir hatten ja vor 2 Wochen angefangen, ein Haus zu machen. Das Weihnachtshaus. Und da werden wir heute dann fortfahren. Und wenn wir dann gleich sehen, was alles Neues dazugekommen ist, das ist wirklich der Wahnsinn. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ja, da bin ich mal gespannt, wie dann eure Reaktionen darauf sein werden. Das ist einfach nur geil. So, dann gehen wir in den Browser. So, das hier ist unser Haus. Das habe ich für mich angefangen, privat. Und hier sind wir dran. Schmutz und das alles haben wir alles weg. Montierte Geräte, 1 von 22. Wieso von 22? Müssen wir mal gucken, ne? Also da ist ganz viel dazu gekommen. Finde ich persönlich ganz cool. Kein Fernseher, keine Infos. Ja, ist ja kein Bunkerhaus, deswegen interessierst du mich irgendwie gar nicht. Na? Das machen wir dann auch noch schön hier. So. Stimmt, das hier hatten wir jetzt schon so weit gemacht. Die Geschenkeschachtel darf, die Pralinschachtel darf natürlich darauf nicht fehlen. Genau das hatten wir gemacht. Und ich glaube, die Küche, da waren wir gerade dran. Genau. Und ich glaube, die Farbe werde ich nochmal ändern. Irgendwie passt das nicht so, wie ich mir das vorstelle. Oder wie ich das gerne hätte. Also das sieht schon cool aus. Das gefällt mir auch so. Das lassen wir auch so. Aber und wir haben ja auch noch keinen Kühlschrank, ne? Sehe ich gerade. Das heißt, wir brauchen auch noch einen Kühlschrank. Dann kann ich euch direkt auch schon mal das erste neue zeigen. Ah, guck mal hier, von gestern noch, was ich alles hier schon mal so angeklickt habe. So, elektrische Ausrüstung, Haushaltswaren. Da sind auch neue Sachen hinzugekommen, nämlich hier diese Kühlschränke. Ja, Rio-Kühlschrank, dunkler eingebauter Rio-Kühlschrank. Also die haben etwas dunklere Farben, in helleren Farben und auch in Holzfarben. Und da können wir uns ja mal so ein bisschen durchklicken. Ah, das sind jetzt erstmal nur die Griffe. Dann gucken wir mal. Weiß ist natürlich auch cool. Kaffee würde wahrscheinlich auch hier reinpassen. Oder helles Grau. Ich nehme einfach mal Kaffee. So, die Details, die können wir dunkel machen. Das sieht natürlich auch geil aus, oder? In hell. Nee, Gold passt nicht. Ich würde das schon fast so machen. Ja, ich glaube, so können wir das mal machen. Und dann gucken wir mal, ob das farblich hier reinpasst. Ja. Nochmal eben hier so. Ja. Oder ich gucke mal in. Nee, in Grau überhaupt nicht. Brauner Kaffee, beige. Nee, beige sieht auch blöd aus. Komm, wir nehmen Kaffee. Die erste Wahl ist ja auch meistens die beste. So. Guck mal hier, schön mit Ice Crusher und sowas. Mega geil. Der Zocker! Hi! Schön, dass du da bist.
Ja. Na, aber da machen wir eine andere Farbe. Gucken wir mal, was wir nehmen. Und hier die Stühle mache ich auch nochmal in einer anderen Farbe. So. Ja, doch, das passt doch hier rein. Na, und hier kommen ja auch noch Lampen hin, die können wir auch eben machen. Ja, heute ist leider kein Staxel, wollte ich schon sagen. Na, Stardew Valley. Yogi hatte geschrieben, dass er erst später nach Hause kommt. Und da habe ich gedacht, komm, dann machst du jetzt eine Runde Hausflipper. Da sind so viele Sachen jetzt letzte Woche mit einem Update wieder dazugekommen. Das ist der absolute Wahnsinn. Echt richtig coole Sachen. Bei den Lampen jetzt, nee, den nicht. Jetzt noch nicht so, aber das wird. Und vor allen Dingen freut es mich, weil das Spiel ist ja immer noch im Early Access. Und dass da so viel geiler ja, rausgebracht wird. Dass die so viele Updates machen, das ist einfach nur. Das ist geil. So muss es auch sein. Also die machen hier echt schon verdammt viel. So. Jetzt wollte ich mal gucken, weil die haben auch neue Stühle. Stühle. Mal gucken, was wir hier alles so Neues haben. Das hier kennt man alles noch. Aber guck mal hier. Barhocker, transparent, hell, Holz mit lebendigen Farben. Ist einfach nur geil, was hier alles dazugekommen ist. Na, hier Stuhl mit Muster. Einfach oder schlicht. Geil, einfach nur geil. Was so dazugekommen ist. So, wir brauchen aber Barhocker. Was ist denn hier trans. Ah, das hier ist transparent. Ah, okay. Das hier ist Holz. Geil, hab ich ja zu tun, wenn ich es mir holen sollte. Also ich habe hier in diesem Spiel habe ich 253 Spielstunden schon. Also mir persönlich macht es sehr viel Spaß, aber ich glaube, wenn mein Bruder gleich kommt, dann wird wieder Mimimi sein. Weil mein Bruder mag das Spiel überhaupt nicht. Aber ich finde das Spiel cool. Mir gefällt das. So, das sieht schon besser aus als vorher. Schön hell. Und hier die Farbe machen wir auch jetzt noch. Anders. Wir haben ja hier so diese Christmas-Tür zum Beispiel auch drin. Da können wir doch das Rot vielleicht auch mal ein bisschen mit aufgreifen. So rot. Können wir ja mal gucken. Wände. Was haben die denn bei Paneele? Gibt es da was Neues? Nee. Okay, Paneele ist geblieben. Wobei man könnte ja auch mal hier sowas machen, ne? Ist vielleicht auch mal ganz schick. Gucken wir mal dann im nächsten Zimmer. So, jetzt schauen wir hier mal nach Rot. Da haben wir die lachende. Der ist natürlich sehr krass, der Ton, ne? Der Rotton. Ich glaube, ich werde mal die lachende Erdbeere nehmen. Ich glaube, die ist nicht ganz so krass farblich. Und wenn das kacke aussieht, dann machen wir das halt wieder weg, ne? Aber das passt doch eigentlich. Finde ich besser als das. Und dann würde ich sagen, machen wir die Wand auch hell. Und machen hier vielleicht noch ein Muster rein.
Na, und hier gehen wir jetzt mal mit heller Farbe drüber. So, ist der Schandfleck hier auch schon mal weg. Ja, ich glaube da. Ich weiß nicht, ob ich da auch was Rotes hinmachen soll. Oder ob das dann nicht zu viel Rot wieder ist. Vor allem die Küche, die ist auch mega groß, ne? 53 Quadratmeter, ey. Was willst du da alles reinpacken? Was willst du in so einer Küche alles reinpacken? Was wir aber jetzt mal ausprobieren, ob das hier auch geht. Und zwar gibt es nämlich jetzt bei Türen und Fenster, Vorhänge, hier diese Raffrollos. Und die würde ich ganz gerne mal, ausprobieren. Das ist natürlich. Ach, das ist orange. Das ist orange, weil das sieht eher so nach einem schönen Rot aus. Weil das ist natürlich auch wieder. Ach komm, wir gucken mal, wie das aussehen würde. Ich will das jetzt wissen. Na, das ist schon wieder. Der Kontrast ist einfach zu krass, finde ich. Es gibt auch noch Gelb und sowas, aber das passt jetzt farblich nicht hier in das Zimmer. Was ist eigentlich hellere Raffaello? In Sandfarben wäre natürlich geil. Wir können ja. Hier mal so Sandfarbe nehmen. Das sieht schon viel besser aus. Und für hier auch. Da war es doch gerade. In der Mitte gucken wir mal. Nehmen wir mal ein dunkleres. Huch. Habe ich gerade ein Fensterchen hier aufgemacht. Nee. Nehmen wir alles Sandfarben. Nee, beige. Entschuldigung. Beige. Ja. Kann ich eigentlich auch noch die Türe hier wieder zumachen? Ja. Na, so zum Beispiel. Kann ich hier da reingucken und so. Schöner als die hier. Viel schöner. So, jetzt ist aber. Jetzt tun wir die erstmal hier so ein bisschen beiseite. Was machen wir jetzt hier noch rein? Hier könnte man natürlich einen Esstisch reinmachen, aber dann würde aber ein Esszimmer natürlich wenig Sinn machen. Was haben wir denn hier? Ach, hier geht's in den Keller. Okay. Wir haben hier unser Esszimmer. Also, was macht man hier jetzt noch rein? Ah, ich weiß noch, was wir reinmachen können. Und zwar ist das nämlich jetzt auch neu. Kann ich das jetzt hier draufstellen? Nein. Gut, geht immer noch nicht. Muss man ja mal ausprobieren. Und zwar bei Dekorationen, Pflanzen, das ist das, was man kennt, ursprünglich. Und jetzt gehe ich mal runter. Basilikum, Rosmarin, Petersilie, Oregano, Minzen. Eine Reihe von Kräutern in einem Topf. Basilikum, Myrte, Rosmarin. Das wählen wir jetzt einfach mal aus. Helles Grau, Weiß. Ja, das sollte dann schon weiß sein. Und dann können wir mal hier ein paar Kräuter hinmachen.
Ja, das, was ich mir schon die ganze Zeit gewünscht habe, wirklich die ganze Zeit, ist jetzt endlich drin. Ja, und hier auch noch ein bisschen Schnittlauch. So. Ja. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Guck mal. Das macht doch jetzt schon unheimlich viel aus, dass man jetzt hier so Kräuter hat. In der Küche, ne? Ich habe ja sonst immer hier die, diesen Tüpfelfaden genommen und habe dann so getan, als ob ich dann da Petersilie und sowas stehen habe. Aber das ist doch einfach nur geil. Aber dass die Vegetation haben, das ist lustig. Aber gut. Ja, was mache ich jetzt hier hin? Das ist eine sehr gute Frage. Wir haben hier so viel Platz. Was kann man denn in einer Küche denn noch alles reinbauen? Außer eine Küche und einen Kühlschrank. Tja, gute Frage. Sehr gute Frage. Küche. Haben wir ja alles drin, was das Herz begehrt. Man könnte jetzt hier noch so einen Schrank reinmachen und so, aber wir haben ja hier Schränke genug. Wir hatten uns ja damals hier drauf geeinigt, vor 2 Wochen. Deswegen, Schränke sind hier noch und nöcher. Haben wir denn im Zubehör? Ach, eine Uhr könnten wir eigentlich auch mal aufhängen. Eine Uhr sollte man natürlich auch in einer Küche haben. Ja. Wenn man dann kocht und so, ne, dann muss man ja die Uhr im Auge behalten. Oh, das bringt mich jetzt aber hier nicht weiter. Ich kann ja hier noch einen Tanzsaal rausmachen. So viel Platz haben wir. Man kann. Ich weiß aber nicht, ob das geht. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Da muss ich in die Möbelchen rein und hier. So, und hier haben wir ja diese Regale. Fichte, Creme, Grau. Ja, ich würde schon eher zu weiß tendieren. Huch. So. Das geht nicht mehr. Och. Das muss doch noch gehen. Das geht nicht mehr. Nein, Spiel, was hast du getan? Machen das hier so hin. Bevor ich mir jetzt eine Leiter kaufe. Huch. So. Und darauf machen wir jetzt einfach mal ein paar Kräuter. Wo war das? Dekoration und Pflanzen. So, das hier haben wir zum Beispiel noch nicht. So. Und kommen dann immer noch einmal hier.
Na, dann machen wir hier so Kräuter an der Wand. Dann kommt hier noch so ein Schränkchen hin. Aber ich glaube, das muss ein Stückchen tiefer. Achso, ich bin noch im Dingensmodus. Ne, jetzt muss das nicht mehr tiefer. Na, und das kann man dann hier dann auch machen. Und dann kommen dann hier noch so Schränkchen hin, weil ich. Willst du hier sonst noch reinmachen in dieser riesengroßen Küche? Wer hat schon eine 50 Quadratmeter Küche, ey? So. Nehmen wir nochmal hier ein Hängeregal in weiß. Und das Ganze machen wir auf der Seite hier auch. So. Und dann kommt hier nochmal ein bisschen Gemüse hin. So. Na, dann haben wir jetzt hier überall Gemüse. Okay, das eine hängt ein bisschen höher als das andere, aber hey. Zack. So. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch so für Schränke finden, die wir hier so drunter bauen können. Ich könnte jetzt natürlich auch wieder Küchenschränke nehmen, aber. Puh. Wir können aber auch hier so ein Regal nehmen. Ja, das passt hier besser als hier vorne. So. Aber das ist immer noch alles total leer, ne? Wir machen hier noch ein Teppich hin und so. Und dann tun wir hier Bücher und sowas rein. Und tun halt einfach so, als wenn das Kochbücher sind oder so. Nehmen wir hier so ein 2-Euro-Buch. So, machen das ein bisschen schräg. Und dann kommt das hier so oben drauf und so. Was haben wir mit Behälter? Ja, so Behälter können wir natürlich auch reinmachen. Nehmen wir hier so eine Box. Fichte, Nuss. Ja, was Farbiges wird natürlich schwierig. Weil wir ja schon hier rot im Hintergrund haben. So, nehmen wir hier noch ein. So. Und dann können wir ja mal gucken bei Dekorationen, Pflänzchen. Was ist das denn hier eigentlich für eine? Guck mal, die sieht doch schick aus. Mal die jetzt hier noch so ein bisschen dreht. Ja. Das passt. Oder hier so ein Gummibaum. Ich glaube, die hier sind auch was groß. Oh nee! Oh, voll süß! Hier noch so ein Schnittlauch. Voll süß! Okay, die ist wieder was größer. Machen wir aber auch wieder in einem goldenen Topf. Na, die macht sich zum Beispiel hier ganz gut. Boah, endlich mal wieder neues Zeugs. Mega nice, ey.
das denn? Ach, das ist diese Blume. Okay. Boah, das wird voll die Blumenecke hier. So, jetzt haben wir aber, wo ist das denn nochmal? Nur eine Blumenvase können wir eigentlich hier auch hinstellen. Das geht natürlich auch immer. Na, nehmen wir hier noch so eine kleine. So davor. Hier noch ein Bildchen hin. Noch Lampkes. Geil. So. Scheiße, wo war das denn jetzt? Jetzt muss ich erstmal unter Zubehör. Unter Bücher war das nicht. Küchen. Da. Nochmal sollen Rezepte. Buch, weil das da hinten ist voll. Und dann müssen wir natürlich dann noch woanders gucken können. So. Dann können wir ja hier auch nochmal so ein Schneidebrett reinmachen. Nee. So Tassen und sowas können wir da hinten noch reinmachen. So Geschirr, ne? Da brauchen wir ja auch noch. Okay, dann gucken wir mal nochmal bei Dekorationen, Fotos. Hier ist, soweit ich weiß, nichts Neues dazu gekommen. Na, dann nehmen wir jetzt hier so ein Urlaubsfoto. So. Und schon ist die Ecke hier auch schon schön gefüllt. Dann können wir jetzt mal nach den Lampen gucken. Dann machen wir mal eine Wandlampe rein. Ja. Wie sieht die denn aus? Fichte, Makore. Hä? Okay.